Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die, zusammen mit dem Sammy. Ja, und Zorro ist auch wieder dabei. Genau, und wir haben heute eine ganz große Aufgabe vor. Wir müssen die Mauer fertig machen. Mauer und eine Brücke. Und die Brücke. Ich gehe jetzt Steine klopfen. Und ich habe eine Shotgun. Ist das nicht der Hammer? Boah, ist das schön. Und eine Stahlpickaxe. Und die Stahlpickaxe, genau. Schau ich mal, was die jetzt weghaut hier. Genau, das muss ich auch mal probieren. Vor allem muss ich noch ein bisschen schaufeln gehen. Also mit einem Schlag machst du 150 ungefähr weg von der Haltbarkeit vom. Ich höre einen. Ich höre da jemanden. Wo bist denn du? Ich? Nein, ich höre. So. Ich höre da jemanden. Hast du wieder jemanden eingeladen? Nee, eigentlich nicht, aber. Da hinten. Stahlpickaxe ist ja der Wahnsinn. Her. Ich probiere mal. Alter, ich würde für die Hunde lassen. Zwei Schuss. Ich wollte es mal probieren. Ich musste. Drei Schuss. Okay, Mist. Ja, wenn der Kopf schießt, wahrscheinlich nicht, oder? Stimmt. Kopfschießen müsste man können. Na gut, ich benutze mal lieber nicht. Wow, also jetzt bauen wir richtig schnell ab. Jetzt müssen. Schade, dass wir da keine Schaufel draus machen können. Vielleicht muss ich da noch was lernen. Also ich kann es bis jetzt nicht. Mist, da war doch schon wieder jemand. Ich höre euch doch. Das gefällt mir nicht. So, wie viel. Ich habe jetzt schon über 1000 Steine, ne? Ja, super. In der kurzen Zeit. Ja, und Clay fehlt uns auch noch ein bisschen. Clay, soll ich lieber Clay machen? Wo sind die denn? Ich habe da gerade jemanden gehört. Ich habe nämlich keine Lust, hier zu schaufeln und dann. Dann schaufel ich und du passt auf mich auf. Ja, bei dir. Alles schaufeln wäre natürlich auch geil, ne? Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Wir haben noch so viel vor, ne? Wir wollen auch noch einen Garten. Tja. Aber dafür müssen wir erstmal die Bude ein bisschen sicherer haben. Ich würde sagen, ich helfe dir jetzt ein bisschen hier beim Schaufeln. Ich gebe dir dann das Clay und die Steine. Ich könnte ja mal noch ein paar Dings hier machen. Wieder am Schaufeln. Schon wieder schmutzige Finger. Mann. Beile noch machen. Und dann hole ich noch ein bisschen Holz und dann versuche ich mich mal an der Brücke. So, sollen wir die aus Holz machen? Das können wir gut. Das können wir gerne. Aus Holz oder auch aus Cobblestone? Oh, das ist mir eigentlich ziemlich, ja. Fällt um einiges billiger. Ja, das stimmt. Also, ne? Mach die mal aus Holz, das ist einfach. Da sollen ja nur wir rüberlaufen und nicht die Besucher, nicht? Ja, so der Plan zumindest. Wo ist der Plan? So, ich habe jetzt mal ein bisschen. Wie viel habe ich denn? 500. Reicht dir das erstmal? Das ist schon mal nicht schlecht. Wo bist denn du? So, halt, wir haben uns neu angelockt, weil der Server da rumgelegt. Ach, stimmt. Warte mal, ich muss mal. Wegkennen. Ja, genau. So. So, jetzt pass auf, du daddelst jetzt gleich DE. Yes. Jetzt, genau, genommen. 500 hast. Geh ich schon mal Holz holen, noch ein bisschen. Genau, und ich mach. Dann auch mal noch ein paar Bäume pflanzen. Schau immer nur weg. 949 Stück, nicht schlecht. Achso, Steine kann ich dir auch noch geben, wenn du die brauchst. Ja, hab immer. Ich. Moment, ich komm nochmal. Ich hab ja 1000 Stück. Also mit der Stahl-Dings hier dauert es echt nicht lang. Oder dann auch da in seinem Loch. Guck da in sein Loch. So, sauber aufpassen. Wo bist du? Hinter dir? Da. Vorsicht. Ja. Zack. 1000 Steine. Nicht schlecht. Das geht jetzt relativ schnell. So, das läuft. Unter dem Baum wollen wir auch nicht. So, das läuft. Ich muss das ein bisschen hier einigermaßen gerade bauen.
Man will ja nicht hier ständig in Löcher fallen. So, und wir haben gesagt, von der Hügelseite machen wir die Brücke, ne? Mhm. Geh ich das mal. Holz habe ich hier schon mal. Ofen. Hier anfangen. Ja. Zack. Passen. So. Hört noch? Baum ist leider weg. Und ich weiß immer noch nicht, warum bei mir in der Mitte ein Mauszeiger ist. Ich kriege ihn nicht weg. Oh. So. Nur falls sich die Zuschauer wundern irgendwie. Ja, na gut, heißt ja nicht, dass es in der Aufnahme drin ist. So was aus, wenn ich meinen zweiten Bildschirm gucke. Ups. Naja, gut, dann haben sie einen extra Zeiger da dran. Auch nicht schlecht. So. Wie viel habe ich denn jetzt? Da habe ich noch eine ganze Menge. Zack, die craften wir auch nochmal. Nein! Und Blei müssen wir haben. Was? Nein? Ach, mir ist gerade meine Konstruktion zusammengefallen. Ach, passiert sowas auch? Mhm. Das ist also nicht wie Minecraft, wo man alles bauen kann, ohne irgendwie Physik. Das hat schon gewisse Physik hier. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, ne? Also das muss ich mal sagen. Hier aus der Puste. Na ja, gut, ich meine, wenn man alle Nachfragen stirbt, ist ja kein Wunder. Ja, ganz schlecht. So hoch war oben runter. So. Tada, Level 22. War nicht so einfach, die Brücke zu bauen. Nicht? So. Wie geht's mir eigentlich? Müsste ich was essen? Oh, das geht eigentlich. Ein Schlückchen trinken könnten wir. So. Das ist doch gut. Ich meine, wir haben reichlich Bier, ne? Ja, Bier haben wir. Das aber das sollten wir für Ding aufheben. Ausflüge. Nein. Aua, ich habe mir den Fuß gebrochen. Nee. Aber wir haben ja Verband, so ist es ja nicht. Rückenbau ist gefährlich. Jetzt geh doch da hoch. Ist schon eine schöne Mine, muss ich sagen. Also das, ne, den halben Berg habe ich weggegraben hier. Ja, vielleicht findest du auch Blei da. Das kann natürlich... Ah, muss ich ja bis nach Timbuktu graben hier. So, da ist der Zaun, das ist der... Genau, du machst ja den... Du machst ja den, die Brücke jetzt. Kannst du den Anfang ja mal anschauen? Oh. Er ist wesentlich am Hämmern, das muss ich mal gucken, wo er ist. Ach, da hinten, da ist er bei. Ja, siehst du. Aus. Und die Lücke, da würde ich halt lassen. Wir da drüber springen. Genau, das wäre eine gute Idee. Die dann da drüber kommt, so habe ich mir es halt gedacht. Ja, genau. Und dass wir dann irgendwie auf dem Dach so eine kleine Plattform oder irgendwas machen. Müssen wir aber auch wegen der Stabilität aufpassen, ne? Ach, siehst du? Hast du gar nicht gewusst, das habe ich dir schon mal gesagt. Hier kommt man gut rüber auf jeden Fall.
weiß ich natürlich nur nicht. Ein Vogelnest. Ja, darüber. Ich habe ein Vogelnest. Und da sind sechs Eier, Quatsch, sechs Federn drin. Nehmen wir alle mit. So. So. So, wie sind wir denn hier im Gange? Das klappt doch gar nicht mal schlecht. Geht nicht mehr. Blöd gerade. Ach, wir können auch quer und... Ach so. Na, ein bisschen nach vorne vielleicht. So. Da müssen wir hin. So. Muss ich erstmal die Spitzen noch mal abbauen. Die müssen wir nachher wieder setzen. Auch hier jetzt Platz. So, jetzt habe ich ein bisschen was. Hier müsste noch was oben drauf. Oh. So. Dahin eventuell. Ich muss da weiter hin. So. Zack. Na gut. So ungefähr. Dann füllen wir den ganzen Rönsch mal auf hier. Naja, gut. Auf geht's. Ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich muss mich hier konzentrieren, dass mich das wieder runterhaut. Bau doch hier. Ich sehe schon. Pass mal auf, und dann kommen die Jungs an und reißen die Dinger auf die Seite. Oh, dann bin ich aber stinkig. Dann bin ich stinkig, ja. Hier ist es gleich auseinander. Kriegen sie auf die Nase. Baue ich mir extra einen Sledgehammer, nur damit ich die verhauen kann. Boah. Runtergefallen? Nee, aber fast tot. Verdammt. Oh. Ein Leben noch. Das ist nicht viel. Ich sollte nicht mehr irgendwo runterspringen jetzt. Nee, das wäre nicht gut. So. So eine Bandage hilft aber schon einiges. Bringt was, ne? Die bringt was. Also die Heilbandage. So. Ein Holz mehr oder was? Habe ich kein Holz mehr. Oh, ich müsste noch Steine. Also Steine habe ich auf jeden Fall noch. Holz. Ja. Nein. Nicht abstürzen. Alles gut. Ich muss mich hier nochmal durchschlagen kurz. Ich werde hier mal runter. Hast du schon die komplette Mauer zu? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Musst du dann auch von außen zu machen. Nimm den noch mal weg. Kommst du lieber auch raus? Weil sonst kommst du ja nicht mehr hier raus, wenn du hier zumachst. Stimmt. Hier ist ein kleines Loch. Setz dich dir auch wieder. So. Hol ich noch ein bisschen Holz? Dann können wir Spikes setzen und sowas. Genau. Oh, was kann das? Gut. So.
echt ein Akt hier gerade, ne? Alles schön hinzubekommen. Ja, ist ja auch ein Stück Arbeit. Ist ja nicht so, dass das, ne? Ups. So, das hätten wir. Hätten wir nur nicht, dass hier unten... Ich bin tot. Nein! Was hast du gemacht? Vom Dach gesprungen, aber das war gar nicht hoch. Naja, man springt ja auch nicht vom Dach, ne? Oh. War aber nicht hoch. Na, dann brauchst du wenigstens nicht weit laufen. Ja. Ein Mist. Das ist echt nicht hoch. Ausrüsten. So, warte mal, ich habe hier noch ein paar Skillpunkte. Mining Tools, Construction Tools. Kann man das denn mal reinsetzen? Ich weiß auch nicht, wo ich meine hinsetzen soll, wenn ich. Ab. Das ist das nämlich. Da weiß man nicht, wohin damit. Brücke ist fertig. Super. Wir kommen jetzt auf jeden Fall hier hin. Dann soll ich vorne schon rausschlagen, dass die Tür. Ja, mach die schon mal dicht. Genau. Wo hast du noch Rebirth Rails? Und ein bisschen Cobblestone, dass wir hier gleich zumachen können. Ja, das machen. Das können wir gleich machen. Hau ich die Tür noch schnell raus hier. So, eine Stufe weg. Ja, die haut richtig rein, die Stahlpickers. So. Also hier ist auch, du musst das jetzt nur noch zumachen. Ja, ich mach das erstmal hier fertig. Ich wollte das eigentlich fertig machen erstmal hier. Weil Steine müsste ich genug haben. Ja, ich habe locker genug Steine. Ach. Reicht noch fast für eine zweite Wand. Kannst du ja bauen. Dann werde ich noch Spike setzen. Brauchen wir auch. Ganz. Ja. Gleich ist sie fertig. Noch zwei Stücks. So, die Mauer ist fertig. Super. Haben wir heute ja richtig was geschafft hier. Da muss ich sagen, wir haben einen Felsen, der muss mal kurz mal beseitigt werden. Alter, das Ding ist ja nicht schlecht. Das sag ich doch. Hammer. Also Axt, Pickaxt. Dieser Stahl. Oh. Dann was, ne? Jetzt hier erstmal noch so ein paar Spikes hin. Innerhalb, wir müssen dann auf jeden Fall noch außerhalb auch noch einen Haufen setzen. Ja. Ja, aber so, dass wir da nicht reinrennen, ne? Am besten ja, direkt an die Mauer ran. Ja, genau, da laufen wir ja immer noch. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht, oder? Ne, ich komme ja hier auch noch rein, das hier mal zugemacht. Kannst auch mit Holz erstmal zumachen. Auf jeden Fall ist hier auch mordsmäßig Eisen in dem Stein drin. Ja. Soll ich das erstmal mit Holz zumachen? Ja, mach mal mit Holz zu. Erstmal. Die sollten ja nicht so schnell da rankommen. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber die Folge ist schon wieder am Ende. Ich sehe schon, das ist ja. Solltest vielleicht mal reinkommen über. Ja, vor allem, ich mach das noch kurz weg hier und dann will ich mal über die Brücke laufen. Ja, genau, deswegen ja. Mal sehen, ob sie bei dir auch hält. Ach, was soll das heißen, hä? Soll das heißen, ich bin ja, schwer? Ja, nein, aber. Oh, hier ist ein Bär soll das da nicht drüber laufen lassen. Empty.
Ein Bär soll ja nicht rüberlaufen. Du hast auch schon Bären eingeladen, so. Ja, das stimmt. Die ist ja nicht sehr breit, ne? Und jetzt soll ich darüber springen? Ja. Das geht doch wunderbar. Ja. Sollte sehr schön. Reichen, dass die nicht abgeflammt. Das weiß ich auch nur, das ist hier ein paar Stellen. Also wir sollten hier echt ein bisschen was dran machen an dem Ding. Ja, das können wir ja alles noch. Aber jetzt müssen wir halt erstmal auf die Sicherheit gehen. Das heißt, noch mehr Spikes setzen. Genau. Wäre eigentlich das, was wir jetzt machen sollen. Aber das Schöne ist, die Mauer ist fertig. Also die ist einmal drumherum und einmal dicht. Da kann wesentlich keiner rein. Super. Na gut, wenn sie auf dem Stein raufklettern, dann kommen sie vielleicht rüber. Hm. Gut. Okay, dann ja. Dann sag ich mal. Mach mal die Tür auf hier. Mal rein. Zup. So. Boah, müssen wir eh noch verbessern. Also es ist nicht schlecht, aber. Na, müssen die höher machen eigentlich und dann noch so was ran, dass die Spider-Zombies nicht drüber klettern können. Irgendwas mit Eisen oder irgendwas mit Pixen da oben drauf oder was weiß aber, ich. Ja. Aber jetzt reicht sie erstmal auf jeden Fall. Genau. Okay, ich sag dir mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.